Es blitzt ein Tropfen Morgentau im Strahl des Sonnenlichts. Ein Tag kann eine Perle sein und ein Jahrhundert nichts. Gut, darum geht's heute nicht. Heute möchte ich mal den kritischen Kommentaren von einigen Zaungästen nachgehen. Die sind nämlich der Meinung, diese Geschichte mit dem automatisch Rasenmähen, das funktioniert doch niemals. Dabei werden dann insbesondere zwei Argumente vorgebracht, nämlich zum einen, der fährt ja total planlos in der Gegend umher, der findet doch nie alle Ecken und Kanten der Rasenflächen. Und zweitens, bei dem chaotischen Zuschnitt von eurem Garten, da findet er doch niemals alle Rasenflächen. Fangen wir einfach mal mit Argument 1 an. Für den unbedarften Beobachter fährt der Automower tatsächlich ziemlich chaotisch in der Gegend herum. Wenn man ihm aber etwas länger zuguckt, dann erkennt man, dass da doch scheinbar so eine Art von System dahinter steckt. Ich habe hier mal eine Viertelstunde in einem Zeitraffer zusammengefasst und man sieht, dass er den unteren Bereich fast vollständig abgegrast hat. Wenn man sich dann zusätzlich noch vorstellt, dass er jetzt weitere 4,5 Stunden auf diesem Stück unterwegs ist, dann kann man sich schon vorstellen, dass er wirklich alle Ecken und Kanten erreichen wird. Beim zweiten Argument, da hatte ich ehrlich gesagt auch ein wenig meine Bedenken. Wir haben im Garten 3 größere Rasenflächen. Auf dem hinteren Bereich steht die Ladestation des Automowers. Die ist also relativ leicht noch zu erreichen. Er fährt rückwärts aus der Ladestation und kann anfangen zu mähen. Dann kommt aber der vordere Bereich, den haben wir eben schon im Video gesehen. Da muss er zunächst über den hinteren Bereich quer drüber fahren. Dann muss er über einen gepflasterten Weg fahren. Ein wenig hin und her am Haus vorbei und dann drauf auf die vordere Rasenfläche. Der seitliche Bereich, der ist noch etwas schwieriger zu erreichen. Da muss der Automower über einen, ich nenne das mal einen Wirtschaftsweg fahren. Dort laufen zum Teil Pferde, dort fahren wir mit Schubkarren regelmäßig durch. Da ist also nicht unbedingt Rasen, was er davor findet. Außerdem muss er zweimal einen Zaun passieren. Ich hatte also, wie gesagt, ein bisschen Bedenken, ob er das schaffen würde, aber er schafft es.